Hallo Leute und willkommen zurück auf Nikomedia Tutorials. Jupp, ihr seht richtig, ich bin wieder da. Ja, es ist eine Weile her und viele von euch haben sich vielleicht schon gefragt, was los ist. Und genau darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Wie ihr wisst, habe ich diesen Kanal vor langer Zeit gestartet, um meine Leidenschaft für Cinema 4D mit euch zu teilen. Wir haben zusammen um die fast 400 Tutorials gemacht, also eine absolut wahnsinnige Zahl. Und um ehrlich zu sein, ich bin an einem Punkt angekommen, an dem ich das Gefühl hatte, fast jedes Thema, jeden Trick oder jeden Kniff in Cinema 4D behandelt zu haben. Wir sind schlicht und einfach die Ideen ausgegangen, um euch noch wirklich neuen und spannenden Mehrwert zu bieten, anstatt nur alte Themen neu aufzuwärmen. Der Kanal war quasi, wie soll ich sagen, auserzählt. Und anstatt euch mit irgendwas zu langweilen, habe ich lieber eine Pause gemacht. Ja, aber in dieser Pause war ich natürlich nicht untätig. Ich habe mich gefragt, was ist der nächste große Schritt für uns als digitale Kreative? Und dabei bin ich in zwei unglaublich faszinierende Welten getaucht. Und die haben meinen Workflow komplett auf den Kopf gestellt. Und es handelt sich dabei, wie ihr vielleicht schon vermutet, um künstliche Intelligenz und um die Automatisierung. Ich habe dann Tools wie N8N entdeckt, mit denen man sich wiederholte Aufgaben einfach, indem man Wiederholungen weglassen kann. Und stellt euch vor, ihr drückt einen Knopf und ein Skript lädt euch automatisch hunderte von Referenzbildern für euer nächstes Projekt herunter und sortiert sie in die gewissen Ordner, die ihr haben wollt und so weiter. Oder ein Beispiel, ich habe unlängst alle Bilder und Videos von meinem Instagram-Account runtergeladen, da ich alles sichern wollte. Und wenn ich das manuell gemacht hätte, wäre ich natürlich nie fertig geworden. Und dann habe ich mir N8N genauer angesehen und habe mir einen Workflow gebaut, der mir alle Bilder und Videos meines Instagram-Accounts runterlädt und sie in die richtigen Ordner, also Bilder und Videos, einsortiert. Und das Ganze, der Workflow ist dann ungefähr 10 Minuten gelaufen und ich hatte alles auf der Festplatte. Ja, und da hat es bei mir dann Klick gemacht. Das ist es, dachte ich mir. Das ist der nächste Schritt. Es geht nicht mehr nur darum, wie man in Cinema 4D etwas modelliert, sondern auch darum, wie wir unseren gesamten kreativen Prozess schneller, smarter und kreativer gestalten können. Diese neuen Technologien sind keine Konkurrenz zu Cinema 4D. Sie sind eigentlich die perfekten Helfer für uns, wenn wir sie richtig verwenden. Ja, und deshalb wird sich dieser Kanal jetzt weiterentwickeln, hoffe ich. Natürlich bleibt Cinema 4D der wichtigste Bestandteil dieses Kanals, keine Frage. Aber wir erweitern das Themenspektrum. In Zukunft gibt es hier auch Tutorials zu natürlich Cinema, wie gewohnt. Wenn es was Neues gibt, dann natürlich, oder wenn Fragen auftauchen, helfe ich gerne, wo ich kann. Aber ich möchte auch mit einbeziehen Automatisierung für Kreative mit Tools wie N8N und andere KI-Tools wie ComfyUI, SwarmUI etc. Und ja, die wir für unser Projekt nutzen können. Zum Beispiel habe ich auch für ein Projekt Texturen gebraucht, die ich nirgends finden konnte, und die habe ich dann einfach mit ComfyUI und dem Flux-Modell erstellt. Also diese Bildgenerierung funktioniert auch wunderbar mittlerweile. Ja, und mein Ziel ist es nun, euch zu zeigen, wie all diese Dinge zusammenspielen können. Der Kanal wird zur Anlaufstelle für alles, was uns hilft, an der Schnittstelle von 3D, KI und Automatisierung zu arbeiten. Mein allererstes Tutorial in dieser neuen Reihe steht auch schon bereit. Und ich will euch zeigen, wie ihr diesen vollautomatischen Instagram-Downloader baut, den ich vorher erwähnt habe. Das Video kommt dann in den nächsten Tagen online.
Also ich bin wirklich unglaublich gespannt auf diese neue Reise mit euch und lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet und welche KI- oder Automatisierungsthemen euch am meisten interessieren würden. Ich möchte natürlich eure Meinung wissen und ich hoffe, ihr gebt mir hier einige Kommentare ab und vielleicht habt ihr andere Ideen, wie wir diesen Kanal fortsetzen könnten. Lasst es mich einfach wissen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Baldigst im nächsten Video. Tschüss, alles Liebe aus Wien, euer Nico.